Fahre eine Haltestelle nach der anderen an, bis du die Zielperson findest. Super. Das sage ich ja, OMSI 2, der OMSI Bus Simulator, meine Freunde. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Aufnahme von Let's Play GTA 5 im Story-Modus. Jo, es tut mir leid, dass wieder ein paar Tage keine Folgen rausgekommen sind. Was? Smoke on the Water? Oh, geil. Kaufpreis 204.000, wöchentliche Einnahmen 9.300 Dollar. Natürlich kaufen wir das, oder? Du hast Smoke on the Water gekauft. Dieses Geschäft verkauft medizinisches Cannabis an Patienten mit einem entsprechenden Rezept. Wie geil ist denn das, ey? Der wöchentliche Gewinn beläuft sich auf 9.300 Dollar. Psch, geil. Passt schon, passt schon. Gelegentlich könnte dich der Manager bitten, ihm bei seinen Geschäften zu helfen. Ja, auch kein Problem, wenn wir rauchen müssen. Immobilie gekauft, Smoke on the Water. Wir haben ja 538.000 US-Dollar oder keine Ahnung, was das für Dollar sind. Ja, wie gesagt, ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ein paar Tage keine Folgen gekommen sind. Das hat leider Gottes den Grund, dass ich arbeitsmäßig leicht gestresst war und tagtäglich um 24 Uhr erst nach Hause gekommen bin. Deswegen, ja. Und normalerweise sollten jetzt auch 4 bis 5 Folgen von Dying Light statt GTA 5 kommen. Aber ich habe gesehen, dass GTA 5 momentan extrem gut geht. Drum werde ich es jetzt so beschränken, dass ich jetzt momentan GTA 5 aufnehme. Und wenn ich einmal Luft und Zeit habe, Dying Light weiter aufnehmen werde. So, wir haben jetzt gerade eine SMS von unserem Typen bekommen. Oh, wir haben viele SMS bekommen. Die machen wir jetzt mal schnell so, bla bla bla. Eine E-Mail habe ich anscheinend bekommen. Ja, warte mal kurz, da habe ich auch noch ein paar E-Mails, die machen wir schnell einfach so auf. So, hallo Franklin, du bist unser neuer Eigentümer, oder? Wenn nicht, vergiss diese E-Mail einfach. Mann, wenn doch, willkommen in der Marihuana-Industrie. Alles 100% legal und nur für medizinische Zwecke. Wir retten Leben. Ich sag dir Bescheid, wenn sich irgendwas tut, aber mach dir keine Sorgen. Ich führe den Laden peinlich genau. Nimm's leicht, Jared. Smoke on the Water. Ja, gut zu wissen, dass wir jetzt da ein Marihuana-Geschäft haben. Können wir sich aber Bedarf selber mal eindecken. Aber wobei, liebe Kinder, lasst die Finger von sämtlichen Drogen und auch von Marihuana und auch von Zigaretten etc. Das, ja, schädigt nur eure Lunge, euer Leben etc. Ihr werdet dadurch nicht glücklicher, auch wenn ihr vielleicht ein, ja, gewisses Glücksgefühl bekommt oder erhaltet dadurch. So. Lange Rede, kurzer Sinn, was machen wir denn jetzt da? Karte, wir haben jetzt grün, das heißt, wir können jetzt einige Sachen hier machen. Können wir hier oben auch irgendwas machen? Nein. Okay, aber wir können hier verschiedene Sachen noch kaufen. Den Yachthafen und das Ganze. Das ist schon geil, also irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich konzentriere mich jetzt aber einmal, das ist unsere Garage in der Grove Street. Was haben wir denn hier Schönes? L wie Attentat. Tjo. Machen wir, oder? Fahren wir mit unserem schicken Motorrad dorthin. Tja, wie gesagt, die Grafikeinstellung habe ich in der letzten Aufnahmesession ein bisschen runtergedreht, dass wir ein bisschen besser spielen können jetzt da. Und ich glaube, in der letzten Aufnahme war es ja nicht einmal so schlecht. Also da hat er auch nicht mehr so viel geruckelt und gezuckelt. Tja, und ich hoffe, dass es jetzt da auch relativ gut läuft. Ich habe jetzt auch nochmal die Bevölkerungsdichte ein bisschen hinuntergeschraubt, weil die war ja auf voll. Habe ich zweimal mit der linken Pfeiltaste nach links geschoben. Und das hat auch noch ein bisschen die Grafikkartenspeicherplatz ein bisschen runtergehauen. Gehaut. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Was haben wir denn da Schönes? Na wort. Oh, geil. Den habe ich sogar geschafft, vom Motorrad zum Hauen.
Hätte er auf mich gehört, ja. $500, naja, ich würde mal sagen, gehen wir zurück, oder? Weil wir ja nicht so sind. Hey, was ist mit dir, hä? Unbelievable! Unglaublich! Ja, unglaublich. Deine Mutter ist auch unglaublich. So, gehen wir das Geld besser zurück, würde ich sagen. Wir sind ein ehrlicher, braver Bürger. Hi. My good day for the day. You're my hero. Na, $50 mal bekommen. Danke, Schätzchen. Aber wir haben gesehen in der letzten Aufnahme, oder ich meine, ich weiß nicht, wann es war, aber das letzte Mal, wie wir auch sowas wie wir jemanden gerettet haben, der hat uns dann Aktien gegeben. Aber recht gute, viele Aktien. Also es zahlt sich schon hin und wieder aus, Freunde, so, ja, so Rettungsmissionen zu machen. So, dann fahren wir mal zum Attentat. Ein Telefon, was läutet, das kennen wir doch noch von... Von was kennen wir denn das? Ich glaube von... Von GTA Vice City hat hier wieder mal das Telefon geläutet. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out, and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Beobachte die Prostituierte. Tja, das mache ich doch liebend gerne, meine Freunde. Nichts lieber als das. Bei der Arbeit auch zuschauen oder nur so beobachten. So, aber wisst ihr was, Freunde? Ich will die Prostituierte nicht einfach nur mit meinem Motorrad anschauen, sondern mit einem geilen Auto. Darf ich mal kurz? Du hast ja gleich die gleiche Haarfrisur wie ich. Das passt ja schon einmal. So, da haben wir ein bisschen die Einstellung zurück. Ah, mit ihm habe ich ja dieses Fahren, genau, das ist geil. Da kann ich mit Vollspeed um die Kurve hier, ohne dass mir irgendwas passiert. Ups. Tja, das wollte natürlich jetzt, ja, genau das war ja geplant. Entschuldigung. Ich sollte mal öfters diese Fähigkeiten nutzen und nicht da und die angeschissen bremsen und um die Kurve fahren. Must be my girl. Steig in den Wagen der Zielperson, warte, bis sie es tut und erledige dann den Fahrer. Hey, what up, girl? You won't get down? Not today, honey. I'm waiting for someone. Whatever. You ain't nothing. I'm out of here. Voll irgendwie unauffällig. Sehr unauffällig. Ist das der Typ? Schaut schon gut aus, das Auto, ja?
for 10 bucks. You can get the bus home and jerk off thinking about me. Get the fuck out of here. Wie lange müssen wir denn jetzt warten? Hey, baby. You miss me? I was starting to think you weren't coming. Oh, I always come. Ja, das war nicht so gut. Oh, habe ich sie auch töten müssen, oder was? Verlasse das Gebiet. Okay. Nein, 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 die zaubert nicht. Ja, okay, so geht's auch. Hey, man, I wiped that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Bestanden. Der Sittenmord. Super, super. Okay, hätte ich müssen anscheinend auch sie erledigen, aber zuerst den Fahrer, bevor ich sie erledigen müsste. Aber ja, Wurst. Das haben wir beides gut gemacht. So, was haben wir denn als nächstes? Da, den Lester machen wir wieder. Na, nicht den Friseur, sondern das L will ich bitte, danke. Schau, so geht das. Siehst du das? Einfach drüber fahren. Oh, ist einer sauer auf mich. Zeige ich dir mal, wie es fahren geht. So geht nämlich das Autofahren, ne? Schwuppsdiwupps. Perfekt. Hoppala. Maschines Auto. So who the fuck don't you like today? Guy's called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking he could take over the route and... Drop the ass off where he needs to go. I got him. Good. Oh, one thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. Hol dir den Bus. Oh, ich darf jetzt Bus fahren. Aber das ist nicht OMSI 2, oder? Der Bus-Simulator. Upsi. Das ist alles geplant. Das ist alles geplant, meine Freunde. Ich wollte hier nur Gartenarbeiten erledigen. So, dann fahren wir mal scharf nach links. Uah, falsche Taste gedrückt. Entschuldigung. Ich wollte die Taste drücken und nicht die. Also wenn das mal ausbricht, dann bricht's aus. Tatü, tata, hier kommt die Polizei. Okay, Gläser haben wir überhaupt keine mehr an dem Fahrzeug. Oh, Krankenwagen kommt auch schon. Ja, das könnt ihr haben statt den Bus. Ich nehme den Bus hier. Fahre eine Haltestelle nach der anderen an, bis du die Zielperson findest. Super. Das sage ich ja, OMSI 2, der OMSI Bus Simulator, meine Freunde. Hey, sorry I'm late. It's my first day on the job. I hope the traffic isn't too bad. Yesterday it took me 3 hours to go half a mile.
Spielen wir jetzt nach Verkehrsregeln oder ohne? What happened to the old bus driver? I really like that guy.